Landen Katzen immer auf den Pfoten und möchten sie wirklich immer schmusen? Es gibt viele Mythen und Gerüchte rund um die Katze. Doch welche sind wahr und welche sind frei erfunden? Hey Leute, ich bin Anni und das sind die Dinge, die ihr unbedingt über euer Lieblingstier wissen müsst. Landen Katzen wirklich immer auf den Pfoten? Wenn Katzen fallen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auf den Pfoten landen. Verantwortlich dafür ist der sogenannte Stellreflex. Der sorgt nämlich dafür, dass sich die Katze im Fallen dreht und so auf ihren Füßchen landet. Natürlich können sich Katzen trotzdem verletzen. Ist die Fallhöhe zum Beispiel zu niedrig, haben sie nicht genug Zeit, um sich zu drehen. Wenn die Fallhöhe dagegen zu hoch ist, könnte der Aufprall zu heftig sein. Also seid bitte vorsichtig bei geöffneten Fenstern oder bei eurem Balkon. Katzen sind strikte Einzelgänger. Das ist ein ziemlich verbreitetes Gerücht. Allerdings ist es so, dass für domestizierte Katzen gilt, dass sie den Kontakt zu ihren Artgenossen durchaus sehr genießen. Das darf allerdings nicht verwechselt werden. Katzen sind nämlich keine Rudeltiere. Das heißt, sie brauchen Ruhepausen und Rückzugsräume. Es gibt allerdings auch Katzen, die in Einzelhaltung glücklicher sind. Das ist ganz individuell und hängt von den jeweiligen Erfahrungen der Katze mit ihren Artgenossen ab. Sind Freigängerkatzen grundsätzlich glücklicher als Wohnungskatzen? Natürlich bietet der Freigang viele Vorteile. Die Katzen bewegen sich mehr und sind dadurch teilweise besser ausgelastet. Dadurch machen sie dem Besitzer meist weniger Arbeit. Natürlich ist es so, dass Freigang auch einige Nachteile mit sich bringt. Ihr gebt die Kontrolle über euer Tier komplett ab und wisst nie, wo es sich rumtreibt. Außerdem haben wir ein erhöhtes Risiko von Unfällen, Krankheiten und Auseinandersetzungen. Natürlich ist es auch möglich, Katzen artgerecht in der Wohnung zu halten. Allerdings sollten sie stets körperlich und geistig gut ausgelastet sein. Deswegen solltet ihr unbedingt gemeinsame Spielzeiten einplanen und könntet euch zum Beispiel Futterlabyrinthe oder Futterbälle anschaffen. Katzen mögen es gerne, gestreichelt zu werden. Die meisten Katzen werden tatsächlich gerne gestreichelt, aber bitte nicht an jeder Körperstelle. Zu den beliebtesten Körperstellen gehören zum Beispiel der Kopf, an den Seiten oder zwischen den Schläfen. Achtet einfach auf die Reaktion eurer Katze und ihr werdet schnell herausfinden, was ihr gefällt. Katzen kann man nicht an der Leine führen. Doch, das geht, aber nur unter bestimmten Umständen. Zum Beispiel ist es so, dass unbedingt ein Geschirr und kein klassisches Halsband benutzt werden sollte. Außerdem muss die Katze behutsam an Leine und Geschirr gewöhnt werden, damit sie sich darin wohlfühlt. Ein richtiges Gassigehen wie mit dem Hund dürft ihr allerdings nicht erwarten. Bei Katzen wird das Gassigehen eher zum Gassistehen. Das Führen an Leine und Geschirr kann sich übrigens hervorragend anbieten, um die Katze an Freigang zu gewöhnen. Hat bei mir persönlich leider gar nicht geklappt. Ich habe erst kürzlich ein Geschirr für meinen Kater Pablo gekauft und sobald ich es ihm anziehe, fällt er um und stellt sich tot. Katzen trinken Milch. Ja, in der Tat, viele Katzen trinken sogar gerne Milch. Diese ist aber für die Ernährung der Vierbeiner überhaupt nicht notwendig. Es ist nämlich so, dass die darin enthaltene Laktose zu Verdauungsproblemen führen kann. Besser geeignet ist Katzenmilch. Diese ist laktosereduziert oder sogar laktosefrei und deutlich bekömmlicher. Aber dabei bitte nicht vergessen, Milch ersetzt kein Wasser. Das sollte zusätzlich immer bereitgestellt werden. So, jetzt haben wir euch ja schon allerhand an Gerüchten und Mythen zusammengefasst. Falls euch aber noch andere spannende Sachen einfallen, schreibt sie mir doch hier unten in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen und vielleicht decken wir beim nächsten Mal noch einige weitere Fragen auf. Ansonsten kann ich euch empfehlen, dass ihr euch hier oben mal in unsere Magazinbeiträge reinklickt, denn da haben wir noch weitere interessante Sachen zusammengefasst. Ich sag tschüss und bis bald. Ist die Fallhöhe zu hoch? Das habe ich gespuckt. Laufen noch? Ich brauche so ein Souffleur. Soufflöse? Ich starre immer so, ne?